So, ich begrüße euch wieder herzlich zu Under. Hey, letztes Mal war uns dieser super gruselige Man ins Gesicht gesprungen und wir fragen uns alle, was will der Man von uns? Ja, das sind wir jetzt auf dem Weg herauszufinden, was der Man da von uns will. Denn immerhin könnte er unser nächstes Target sein. Jo, oh, das ist wieder die Tür. Das ist aber schön, dass wir wieder bei dieser Tür sind, die immer rot-grün macht. Soll ich schon mal hinter mir gucken, ob hier irgendjemand erscheint? Ist die Tür gerade noch weiter weggegangen? Ich glaube ja, ne? Habe ich mir das gerade eingebildet? Ne, die Tür ist weiter weggegangen. Ja, okay. Tür! Tür! Warum gehst du immer weiter weg? Ich finde das nicht okay. Ich glaube, der Man kommt gleich. Ich will nicht, dass der Man kommt und mich holt. Holy shit. Ich will's nicht. Weiche von mir, Dämon, ey. Komischer Man da. Ja, der Man, ihr kennt ihn alle. Er ist der Man da. Und der Man kommt immer dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet, zu euch und will euch töten. Weil er ist der Man da. Und es ist nicht zu vergleichen mit einem Nagi, es soll nicht vergleichen mit einem Gräge, es soll nicht zu vergleichen mit irgendwas anderen Stupiden, was ich immer. Es ist einfach der Man da. Und man fragt sich natürlich das öfter mal, wer der Man da ist. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es Zeit ist, um. Noch ein Traum! East Block? Ach nee, warte mal, das war normal. What's going on? I need to find a way out. Ja, kein Ding, weißt du, erstmal spring ich hier rein. Und nimm erstmal den Schlüssel, weißt du? So, das ist erstmal das Erste, was ich tue. Dann drück den Hebel hier. Was nix bringt. Ist ja noch was drin? Ey, was zu essen? What's going on? I need to find a way out. Na, nimmt das Spiel jetzt Form an, oder? Ist es gerade. Nee, das muss real sein, weil unsere Traumsequenz. Okay. Ich sprinte mal. Einfach an den Typen vorbei. Hab keine Ahnung, was ich tun soll gegen den. Gegen den Man da. Ich renne einfach mal. Holy shit, der ist ja voll auf dem Weg zu mir. Der Man da. Wo, der Man? Nein, der Man will mich kloppen. Ich sehe ihn doch nicht mal. Er macht die ganze Zeit. Ja. Okay, Man. Wir haben unsere Probleme miteinander. Das gebe ich zu, ja. Definitiv. Aber Man, wir müssen doch miteinander reden. Wir können nicht die ganze Zeit einfach. Okay, Man da. Okay, der Man. Der Man ist so stark. Der Kitchen Key. Die muss doch einfach zu der Küche kommen. Man, wir hatten dieses Problem doch schon mal, oder? Okay, Man, da du machst mir langsam, gehst du mir eher auf den Sack, als dass ich dich irgendwie mag. Also wir haben einen Kitchen Key. Aber warte mal, wie kann ich denn einen Kitchen Key einsetzen? Aber kann mich nicht schlagen, weil ich normal laufe. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also sehe ich mich mal ganz. Ja. Jetzt darf ich doch erstmal gucken hier. So, ja, aber danke für die Lampe. Das weiß ich sehr zu schätzen. Die Lampe finde ich sehr schön. Also, ich gehe mal ein bisschen gucken, ne? Mach dir nichts draus, Man. Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Ich finde das auch sehr verwirrend hier gerade, Man. Also, Man, ich weiß, du willst mich ja gerne fressen und so, ne? Du läufst auch sehr gut hinterher, Man, da. Aber du bist vielleicht ein anderer Man da. Also, ich gehe einfach mal gucken, dass der Man mich nicht kriegt, weil ich habe so gewisse Komplexe noch mit den Kettensägen-Mann da in meinem Kopf, der immer wuhuhuhu gemacht hat. Dann muss ich noch den Man da finden. So, also, das ist aber der einzig logische Weg, muss ich einfach mal sagen, dass ich irgendwie hier rankomme. Och, jetzt halt doch mal die Klappe, weißt du? Ich will einfach nur. Aber ich finde das mit dem Licht ganz nett von dir, weißt du? Das muss ich dir einfach mal lassen. Also, das mit dem Licht, das finde ich sehr, sehr sozial. So. Kann der Türen aufmachen? Ich glaube ja, ne? Ja, der kann Türen aufmachen. Ich verstecke mich mal hier drin. Vielleicht findet er mich ja nicht. Weiß nicht, ob er noch da ist.
Will ich das herausfinden? Ihr wollt es herausfinden, ich weiß. Der Man da ist verschwunden. Vielleicht soll die vorsichtig mit dem Man da. Mit dem Man da sein. Ich weiß nämlich nicht, wo er ist. Wenn ich der Man da wäre. Wo würde ich hingehen, wenn ich der Man da wäre? Hey, wo wird der Man da ja sein? Wie Lockerski ist required. Okay, der Man da. Wo bist du? Der Man da. Der Man da läuft ja wohl da hinten herum. Okay, der Man da. Können wir uns auf einigen, dass du mich nie gesehen hast? Geh mal hier rein. Man da. Man da, mach dir nicht so viele Gedanken daraus. Ich hab nur versucht, eine Tür zu öffnen, Man da. Ist alles okay. Ich habe Batterien gefunden, Man da. Und irgendwie noch irgendwas. Der Man da? Closed. Shit, er hat mich gesehen! Hat mir sowas noch gesehen! Oh shit! Nein, 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 nein! Nein! Oh Gott, ey! Wo muss die Musik. Wo muss die Musik immer gleich so abdrehen? Mann! Okay. Ich glaube, je nachdem, welche Musik läuft, weiß man, wie sicher man ist. Ich glaube nicht, dass er gerade noch weiß, wo ich bin. Aber die Tür aufgemacht. Das ist sicher. Wo ist denn der Man da? Wo? Heilige Scheiße. Der Typ macht mich fertig. Der Man da. Der Man wird hier irgendwo sein. Und wir werden uns diesen Man früher oder später stellen müssen. Ich fand es nicht so schön, als der Man mich eben gesehen hat. Würde am liebsten gerade irgendwie an dem Man vorbeikommen. Man? Komm nicht in meine Richtung. Ich habe das gesehen, dass du gerade hierher gelaufen bist. Man? Komm bitte in meine Richtung. Ich habe hier gerade ein arges Problem, Leute. Und ich weiß nicht, wie ich an diesen Typen vorbeikomme. Ohne das. Also es gibt da schon einen Weg, wie man die vorbeikommt. Erstmal, indem man einmal eine Tüte Burrito frisst. Wow, das hat mir aber wirklich sehr viel gebracht. Nämlich gar nichts. Gut. Gut. Da. Ich lese das mal, okay? Now when you die from the infection today, might have been a heart attack due to a heavy weight. But symptoms described heavy cough, vomiting blood, troubling breathing, show a deeper and more complex condition. Autopsy revealed that the internal organs were already already putrefacted prior to death. The liver, kidneys, and stomach showed signs of heavy necrosis and looked like they have been dead for days. This contradicts everything I learned in med school. The pathologist was as shocked as I was. It was his first autopsy on a victim from this now very real infection. Okay. Oh. Oh. Ja! Sehr geil! Okay, wir sind im Business. Das hat doch schon mal gut geklappt. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, wo wir überall lang gehen können. Es sind nämlich ziemlich viele Vans, wo wir lang gehen können. Oh shit, wir haben drei Wege. Und da sind doch hier Lockers. Wir gehen uns mal ein bisschen umsehen, würde ich sagen. Locker Room. Laundry. Wir haben eine Kitchen Key, haben wir bekommen. Aber warum? Das ist so krass gerade, ne? Dass wir uns hier gerade drin bewegen. Wir wissen, dieses Viech ist da draußen. Oh Gott, den mache ich nicht kaputt. Sicherlich nicht.
Wir wissen, dieses Viech ist irgendwo da draußen. Machen wir ein bisschen Licht heute, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Und, ja, wie soll ich sagen? Ist natürlich ein bisschen uncool. Hier sich gerade zu. Wir wollen zur Kitchen. Ah, es wäre nicht der einzige Gang gewesen, den ich hätte gehen können. Der Gang ist zu. Wir müssen einen Weg finden, hier jetzt erstmal durchzukommen, ohne dass er uns jetzt an die Fersen kommt. Der andere Typ da. Lockers. Showers. Infirmy. Geh, die ist hier unten. Wer hat diese ganzen Zeichen hier denn aufgesetzt? Ist der Man hier oben. Da war der Man da gerade. Habt ihr das gesehen? Der Man da versucht uns gerade zu kriegen. Aber ich denke so, nö, Man. Kriegst mich hier oben nicht. Nö, Man. Geht nicht. Geht nicht. Versuch's das gar nicht, Man. Ich will dich mal gerne ansehen, Man. Okay. Man da. Beruhig dich da unten, okay? Ist alles gut. Du kriegst mich hier oben. Ja, ja, du kriegst mich hier oben eh nicht. Weißt du, ich habe da gar kein Problem mit, da irgendwie mit dir zu diskutieren, weil ich. Halt die Fresse! So, was ist hier? Oh, was? Hallo? Oh, geht's hier irgendwie einen Weg raus? Nein? Okay, gut. Dann gehe ich mal einen anderen Weg nochmal lang, Man da. Der Man da muss ja nicht wissen, dass ich da bin, ne? Da hat zwar eine Taschenlampe, aber. Okay, das ist wieder der Ostblock. Da waren wir schon drin gewesen, das wissen wir, das wäre keine gute Unterhaltung gewesen hier drin. Weil der Man da läuft hier herum. Deshalb müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass der Man da. Dass der Man da nicht uns nicht kriegt. Gibt es eigentlich mehr als einen Man da? Ich glaube, es gibt nur einen Man da, oder? Ja. Gibt nur den einen Man da. Oh, es gibt zwei Blocks. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen kann, ohne dass der Man da mich kriegt. Ich will eigentlich nur in die Küche. Und die Küchenschlüssel habe ich ja. Das ist ja halt gerade die Frage. So, gehen wir einfach mal den Weg lang, der mir der Pfeil die ganze Zeit zeigt. Nee, warte mal. Pfeil zeigt mir gar nicht. Warte mal. Ich gehe einfach hier hinten, war ich noch gar nicht lang gegangen. Ich gehe einfach den ganz normalen Pfeilweg lang. So, ich darf nicht so viel Taschenlampe verbrauchen. Locker Room sind wir wieder. Laundry. Wir müssen ja irgendwie zur Küche kommen. Ah, die ist ja da hinten. Aber das ist, glaube ich, schon der beste Weg dorthin. Bei der Laundry. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Und damit der Man da uns nicht kriegt, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht in seine Fittiche begeben. Weil immerhin reden wir von dem Man da. Hier ist noch eine Taschenlampe. Haben wir nochmal ein bisschen Batterie bekommen. Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir sind hier gut. Nee, oh nee, jetzt sind wir direkt bei der Kantine. Oh, warte mal. Wenn hier jetzt unten irgendwo ein Schacht wäre, ich bin direkt unter dem Steuerzentrum doch eigentlich. Oh, warte mal. Locker Security Room Key. Well, boy, you look surprised. I'm the one who should be. You know, you're the first person I talked to in months. Hell, maybe even weeks. That's something, isn't it? I need to take a break anyway. There's no way I can work when someone who's not wearing the required equipment is around. You could get sick, you know. I use a lot of those cleaning products and a bunch of shit that's not good for your eyes or your nose. You get cancer, you know. I read that in the magazine. Lockers. Okay, Lockers Security Room. Da soll ich jetzt hingehen. Lockers Security Room. Ja, auf jeden Fall, wir machen dieses Mal weiter bei Underhill. Alter Schwede. Der hat mich ganz schön erschreckt, der Typ. Aber gut. Dieser super alte Mann, der hat anscheinend Informationen. Wir sind anscheinend einfach aufgewacht. Aus dem Nichts. Und wir können dann. Haben jetzt die Schlüssel bekommen. Was ist denn hier? Können wir das auch wieder weggeschoben? Dass wir einfach wieder rausgehen können? Nee, da bleibt er jetzt vor. Heißt, wir müssen ja irgendwie. Wir müssen wahrscheinlich auch erstmal abspeichern. Wir nehmen nochmal die Chocolate Bar an uns. Lassen die nochmal. Ich weiß nicht, was das hier ist. Weiß man auch noch nicht. Ich speichere auf jeden Fall jetzt erstmal ab und wir sehen uns dann nächstes Mal bei Underhill wieder.
Jay Caulfield. Huh. Why'd you do that for? I picked up that old sign in the trash. Ja, und da sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Da reden wir wieder weiter mit den Heini. Und da sehen wir mal weiter, wie es mit anderen weitergeht. Und dem Man da, der dort irgendwo auf uns wartet, weil er ist immerhin der Man da drüben oder der Man hier. Aber die Grundfrage bleibt: Wer ist der Man da? Wir wissen es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.